is da home. Lilly and the Kicks. Die Band war damals total angesagt, als der Mike und ich noch jung waren. Das ist mir jetzt wurscht. Ich biete jetzt 450. So, drei. Ah, nein! Das war's jetzt mit dem Konzert. Vielleicht schaffen Sie es ja, dass Sie das Leben jetzt bewusster wahrnehmen. Und dass Sie jeden Augenblick genießen. In vollen Zügen. Wo hast denn die her? Ich wollte der Roland mit der Vroni hingehen, aber ich muss jetzt auf die Beerdigung. Was machen wir jetzt? So wie es ausschaut, wird das nichts mit dem Konzert. Es gibt für dich überhaupt keinen Grund, dass du eifersüchtig bist. Ich meine, schließlich habe ich ja die Anna für dich verlassen. Bibi Schubert. Ist sie schwanger? Spionierst du mir jetzt hinterher, oder wie? Schmarrn. Und warum tauchst du dann immer überall da auf, wo ich bin? Das ist ein Zufall. Ich muss hier jemanden abschleppen. Ich habe für eine Freundin was gekauft. Aha. Ja, also dann. Schau her. Jetzt trinkst du erst mal einen Schluck. Das tut dir bestimmt gut. Oh. Mein, bitte, ich will dahin. So wie es die gerade zerlegt, brauchen wir morgen auf kein Konzert gehen. Ich darf aber jetzt nicht krank sein. Wenn wir schon mal Karten für Lilly in die Kicks haben, dann gehen wir da auch hin. Also gut. Jetzt warten wir mal morgen ab und schauen mal, wie es da geht. Mhm. Ja, und wenn es dann erst recht schlimmer wird? Du wirst doch fitzer, wenn der Christian und deine Mutter übermorgen kommen. Jetzt hör auf. Dann hole ich mir jetzt irgendwelche Medikamente. Nein, du bleibst chilling, das hol ich schon sauber. Und ich mach dann nur Wärmflaschen. Du wirst sehen, das ist genauso schnell wieder weg, wie es gekommen ist. Es wird schon. Eigentlich glaubt es ihr nicht an Monstergeschichten, aber jetzt schaudert es ihr doch ein wenig. Aber Monster gibt es doch eigentlich gar nicht, oder? Naja, und was ist mit dem Schmusemonster? Hör auf! Ja? Hab ich doch richtig gehört, dass du noch wach bist. Schau mal, mit was ich gerade fertig geworden bin. Wow, der ist ja schön. Frau Brunner, da sind sie eine halbe Ewigkeit gesessen. Okay, das macht mir doch Spaß. Und ich hab dir immer Freude machen wollen. Danke, Uri. Schau mal, Mama. Hm? Voll schön. Den zieh ich morgen gleich an. Oma, wo steckst du? Ich hab den Gaststubenbraucher. Was tat denn der, wenn's mir nicht gab? Frau Brunner, da waren wir alle aufgeschmissen. Ja, probieren gleich mal. Oh. Was für Arbeit, Wahnsinn. Schau her. Da. Zack her. Wow, ist der schön, Maus. Ii, der kratzt voll. Ja, aber der ist so schön, immer. Mir egal, den zieh ich nicht mehr an. Hey.
Sag mal, hast du ganz bei der Kurven abgeschleppt oder warum hat das so lange gedauert? Ich war noch ein bisschen unterwegs. Aha. Was ist mit dir? Das ist nicht gut gelaufen. Dieser Lohn, das war total der Hammer. Das. Nigelnagelneu, modern, durchgestylt. Aber das wird nichts. Ich hab mir so eine Mühe gegeben. Was war denn das Problem? Ach, die Chefin, mit der war ich 0,0 auf einer Wellenlänge. Was mach ich denn, wenn das jetzt immer so wird? Geh. Okay. Du hast doch morgen schon das nächste Vorstellungsgespräch in Bayer gerufen. Ja, das war doch sowieso viel besser. Nur schon wegen der Fahrerei. Du musst bloß die richtige Chefin finden. Eine, die gleisig das an dir hat. Mhm, bloß. So wie immer Mike damals. Ich glaube wieder mal an die. Mir ist er schließlich auch umgebracht, auch wenn es ein bisschen dauert hat. Das stimmt. Schau mal her. Mike, hast du die Heizung aufgedreht? Hier ist so heiß. Ja, freilich, so wie du gestern gefroren hast mit dem Schüttelfrost. Oh. Vorsicht, was stärkt das? Und meinst du immer noch, dass du schon wieder fit bist für ein Konzert? Obwohl ich so gern mit dir hingegangen wäre. Ja, Lilly in der Küche, die war natürlich schon der Wahnsinn, gell? Und die hat keine Frau aus Wasser reichen können. Das kann mir bis heute noch keine. Ja, wenn die nicht gerade ein Virus erwischt hat. Oh. Ich war so verliebt. Ich wollte das unbedingt auch mal mit dir erleben. Ich wollte es natürlich schon, wenn wir jetzt die Tickets einfach verfallen lassen dann. Mhm. Aber wir können es nicht einfach verkaufen, wenn wir es selber geschenkt gekriegt haben. Mhm. Geh mal kurz. Obwohl, er würde einen guten Preis dafür kriegen. Wüsstest du denn jemanden, der sich drüber freuen würde? Nein, komm, das ist jetzt nicht dein Ernst. Du würdest nicht ohne mich auf das Konzert gehen. Mei, ich hab mir halt gedacht, ich kann da jemanden fragen. Donalena zum Beispiel. Wie bitte? Das ist nicht irgendein Konzert, das ist unsere Band. Ja, verzeih das mal dem Virus. Also ich, wenn ich krank war, da würde ich schon wollen, dass du deinen Spaß hast. Okay. Wenn's Meister, musst du halt hingehen. Danke. So, ich gehe jetzt in die Arbeit. Die macht sie nicht von allein. Und heute Abend, da geht's dann ab, die Luzi. Guten Morgen. Du kannst mir schnell 24er neu tanken. Ich fahr schon auf Reserve und schaff's nicht mehr in die Arbeit. Haben wir ja andere Ausrede, wie wir den zweiten Gang nicht gefunden. Haha. Hat dir heute früh jemand den Kaffee reingespuckt? Das ausschaut, hast du recht gehabt. Sag mal was Neues. Und womit? Mit der Anna ihre Ohren. Ich hab's gestern gesehen, wie es aus dem Babygeschäft gegangen ist. Willst du sagen, die ist schwanger? Mehr geht auf nie. Ja. Das Baby von der anderen scheint auch so, wie du sagst. Ja, jetzt wollen wir eine kleine Teife antworten. Ich meine, wir wissen ja noch gar nicht, ob es überhaupt schwanger ist. Ja, aber stell dir mal vor, du wärst Papa. Guten Morgen. Morgen. Kein Wort zu nehmen, das erste Mal, dass das klar ist. Ja, eh klar. Aber mit der anderen musst du schon reden. Da. Ich muss. Servus. Ich hätte vielleicht ein bisschen länger Mittag machen. Ich muss dringend was im Backofen erledigen. Gut, wenn du am Breitenbauer seinen Wagen fertig kriegst bis Mittag. Ich hab mir versprochen, er kann um 12 Uhr abholen, okay? Geht's zum Bus. Bis später. Bis später. Emma, komm her. Weißt du was?
kriegst heute eine schöne Jacke, die du von der Uri gekriegt hast in die Schule, okay? Mm-mm. Aber schau mal, wie schön die ist. Ich hab eine Idee, komm her. Du ziehst das nur von hier erinnern jetzt bis zum Bus an, okay? Nur, dass die Dori damit sieht, bitte, Emma. Wenn die das sieht, die freut sich ein Loch im Bauch. Und es ist wirklich viel Arbeit, so eine Jacke. Nein. Ich mach heute Nachmittag auch deine Lieblingsnachspeis. Welche denn? Ich hab mehrere. Muss er Schokolade? Oder Kaiserschmarrn? Na, Apfelstrudel mit Vanillesauce. Mm. Emma, wenn du wüsst, warum mache ich da von jedem ein bisschen was. Hm. Nee, da frage ich schon lieber den Gregor nach dem Vanilleeis. Keine Jacken, kein Nachspeis. Haben wir uns. Du kannst mich nicht erpressen. Das macht man nicht. Ich erpresse dich überhaupt nicht, Emma. Ich wollte nur. Also. Ich. Boah, zieh grad einfach die Jacken bitte jetzt an. Ich muss jetzt zum Bus. Tschüss, Mama. Hallo. Ich hab dir ein paar Aufputschmittel aus der Apotheke besorgt. Ach, du bist ein Schatz, danke. Damit du wieder fit bist, wenn der Christian und deine Mama kommen. Na, super. Ich dröhne mich hier mit Medikamenten zu und der Mike lässt heute Abend auf dem Konzert so richtig krachen. Auf unserem Konzert. Was? Will er da ohne dich hin? Ja. Mehr Solidarität können das schon zeigen. Andererseits, was hast du denn davon, wenn der Mike extra wegen dir auf das Konzert verzichtet? Ja. Na also. Hauptsache, du lässt mich nicht im Stich. Also, wenn's heute Abend meinst, ich hab da schon was mit Basti ausgemacht. So. Hab schon verstanden. Lass mich nur alle allein. Mm. So laut, Frau Brunner, ich hab grad mit dem Muss und jetzt. Wann der ausgerechnet da vorn? Ja. Ich versuche schon, dass es außerreibt. Lieber nicht reiben. Ich glaube, das ist gescheiter, wenn man das mit einem kalten Wasser ausspült. Darf ich mal? Ja. Kann das sein? Dass immer halt früher vergessen hat, die Jacken in die Schuhe anzuziehen. Ja, ja, ist jetzt vergessen. Ah, aber das löst sich schon. Ja, das lässt sich richtig gut ausspülen. Super. So. Schau's. Das muss jetzt bloß noch trocknen und nachher kann sie es wieder anziehen. Danke. War das nicht eine Idee für meinen Blog? Was halten Sie denn davon? Ich zeig, wie man so ein Jackerl strickt und Emma führt's vor, wie so ein Model. Ja, super. Bringst du den Kaffee bitte noch rüber? Ja. Hi Anna, hey. Wo ist denn dein Geburtstagskind? An der Theke, geht durch heiße. Hallo. So, einmal Café Olé, ich schreib's dir auf den Deckel, ja. Bevor du mir jetzt gleich wieder zusammenfallst.
ich will dich gar nicht lang stören. Ich habe eine Frage und ich hätte gerne eine Antwort. Eine ehrliche. Dann lass ich dich in Ruhe versprechen. Bist du schwanger? Ich wüsste zwar nicht, was dich das angeht, aber nein. Anna, kommst du bitte? War's das? Wir würden gerne Eriks Geburtstag feiern. Servus. Auf dich. Auf den Jungen. Alles los. Glückwunsch. Sag mal, spinnst du? Du bist schwanger. Ich weiß. Das musste jetzt sein. Kriege ich nach dem Mittagessen ein Eis von dir? Wieso? Hast du deine Mama geärgert? Hast du was ausgefressen? Nö, aber die muss ja nicht immer alles wissen. Mhm. Na gut, von mir aus. Und vergiss nicht, dass du nachher noch ein paar von deinen alten Stofftieren aussortierst. Du wolltest auch welche nach Rumänien zu den Kindern schicken, oder? Mhm, das mache ich gleich nach den Hausaufgaben. Gut. Du, das ist übrigens eine schöne Jacke, die Oma dir da gestrickt hat. Mhm. Gefällt's dir nicht? Doch, aber die juckt voll fies. Ah, weh. Stimmt, das habe ich schon völlig verdrängt. Ich hab den früher auch gehasst, ja. Den ganzen Tag hat der gejuckt, die mistige Woll. Hat die Uri dir denn auch eine Jacke gestrickt, wo du klein warst? Noch viel schlimmer. Mir hat's ein ganzes Unterhemd auf Schafwolle gestrickt. Ich war beinahe durchdraht, ich hätte mir den ganzen Tag bloß kratzen können. Und unter ein Unterhemd kannst du nicht einmal was drunter ziehen. Aber zum Glück ist ein Missgeschick passiert. Was denn? Das eine Mal, wo mein Papa der Josef die Wäsche gemacht hat, da ist ihm das Unterhemd mit der anderen Wäsche in den Trockner reingerutscht. Und dann? Dann ist eingegangen, dass nicht einmal meinem Teddybär mehr passt hat. Mhm. So, ich muss jetzt aber wieder runter in den Gaststuhl. Kommst halt nach dem Mittagessen dann vorbei wegen deinem Eis. Ich sag gar nichts der Mama. Du bist der Beste. So willst du auf das Konzert gehen? Nein, will ich nicht. Was würdest du dann, wenn es fertig ist? Und was schaut's denn aus? Ich mach's mir gemütlich. Allein für den Blick hab ich dich schon lieb. Also das heißt, du gehst nicht auf das Konzert? Genau das weißt's. Und ich habe eine Überraschung für dich. Aber dafür musst du dich noch eine Minute gedulden. Kann ich halt einfach. Also da, wo ich herkomme, hast du das Glück. Ja. Ihr Oberpfälzer wisst es einfach gar nicht. Du, gell, was für Arsch, was du sagst. So ein Oberbeinzipfel wie die stecken mir locker in die Tasche. Nee, also Oberbeinzipfel darf höchstens ich meinen Freund nennen. Ja, jetzt seid ihr mir nicht so frech, wenn wir schon Asylige wären. Ganz genau. Ja, und selbst mit einem Job schaut es jetzt gar nicht so schlecht aus, da bei uns im Ausland, nach deinem zweiten Vorstellungsgespräch. Ja, das ist echt gut gelaufen. Wir wollten sie ja eigentlich nur mit Moment, hast du gesagt. Eigentlich heiden, aber bis jetzt haben sie noch kaum geschlimm. Ich verschwinde mal kurz. Ich geh mit. Ja, die Aufregung in dem Zustand, da braucht es immer Rundumbetreuung. Weiß man eigentlich irgendwas Neues von dem anderen Zustand? Falscher Verdacht, wie es ausschaut. Echt? Ich war mal bei der Anna und hab's direkt gefragt. Und da hat's was gesagt. Ja, und das glaubst du so einfach? Den ist nicht so einfach. Aber sie hat direkt für meine Augen ein Glasl Sekt runtergekippt. Ja, gut, das muss noch gar nichts heißen. Ich kenn Anna. So was darfst du nicht machen, wenn du schwanger war. Wer ist schwanger? Nervens. Du, bringst du das Bötchen gleich noch mal runter. Wir haben nämlich was zum Feiern. Ehrlich? So geht's.
Mach's doch mal nicht so spannend. Wir haben's ja gleich, wir haben's gleich. Außerdem ein bisschen Adrenalin ist gerade recht für die Virenabwehr. So eine Sticke. Jetzt pass auf. Und Augen auf. Was sagst du? Mike Preisingers famoses Konzertcatering. Curry mit Pommes, für mich gibt's ein Bier. Und für die schonende Variante, ein Hopfentee. Mein Gott, bist du süß. Ich darf doch nie ohne dich auf das Konzert gehen. Da hole ich schnell die CD. Nein, keine CDs, das war gestern. Heutzutage machen wir das ganz anders. Mal hinsetzen. So, jetzt machen wir da den richtigen Kanal. Schaut schon mal gut aus. Ah, pünktlich wie die Maurer, die Jahr. Und Toni, wie ist? Jetzt pass auf, jetzt machen wir da so eine Ehrverbindung. Wahnsinn entsteht. Oh mein Gott, Mike! Du bist der Wahnsinn. Da sagt nichts mehr, gell? Du hast vielleicht Nerven. Lass mich den ganzen Tag zu Hause krank zappeln. Und du erst noch, Toni. Komm du mir mal nach Hause. Nix, alles gut. Ja, so ist gut. Super. Wenn du wüsstest, was du mir für eine Freude damit machst. Das ist schön, Oma. Oder? Ganz genau. Wer hat denn den Janke in Trockner da? Was schaffst du mir denn so? Ich wollte nur, dass er so schnell wie möglich trocken wird, damit ich ihn wieder anziehen kann. Sauber. Immer nächstes Mal redst du halt mit mir. Weil sie hat ja nicht wissen können, dass sowas dabei rauskommt. Genau. Servus, grüß euch. Grüß euch. Schaut mal, was ich da hab. War das nicht was für euer Franzi? Hab ich gestrickt. Ja, das ist ja super. Das ist genau die richtige Größe. Das ist ja lieb, Teres. Dass du dir immer so eine Arbeit machst, das muss doch nicht sein. Das freut mich doch, wenn es die Kinder Spaß macht. Und wenn ihr es das nächste Mal kommt, dann muss die Franzi das auch. Danke, Teres. Das ist ein ganz besonderes Stück. Und dir stricke ich einen neuen Janker. Und nachher kannst du mit der Franzi im Partnerlook gehen. War das nix? Hm? Danke, Uri. Danke. Das ist unglaublich. Das ist genauso wie damals. Ja? Mhm. Als wäre überhaupt keine Zeit vergangen. Wir zwei haben uns ja auch nicht schlecht gehalten, der Rizan. Close to you, das ist mein Lieblingssong. Und so tanzen wir zwar noch, wenn wir 100 sind. Ja, lustige Nacht werden. Vor lauter nervös alle 5 Minuten aufs Klo laufst. Du, wenn du jetzt ablenken willst, dass ich die beim Daten vom Drogen geschützt hab, ist das ein netter Versuch. Denk du mir jetzt davon ab, dass du halt noch schauen willst, ob sie bei einem Kofen gebläht hat. Ich hab aber Schiss. Nix gibt's. Das ist gewiss wieder eine Absage. Sehr geehrte Frau Bertram,
Gerne würden wir Sie ab morgen für eine Woche zum Probearbeiten einladen. Bitte geben Sie uns umgehend Bescheid. Also absagen Sie für mich anders so. Das ist, Sie wollen mich kennenlernen. Oh. Kann ich irgendwie verstehen. Ciao. Alles ist gut. Das wird allerweil nur besser. Weißt du eigentlich, wie gerne die mag? Weißt du eigentlich, wie gerne die mag? Heute war so ein wunderschöner Abend. Und das, obwohl mich gerade so ein blöder Virus erwischt hat. Mein Mike ist einfach der Beste. Dank ihm habe ich mich noch mal genauso gefühlt wie damals, als wir Lily and the Kicks zum ersten Mal gesehen haben. Mit dem einzigen Unterschied, dass wir heute unsere persönliche VIP-Lounge zu Hause auf dem Sofa hatten. Ich bin so dankbar, dass ich das alles mit ihm noch erleben darf. Aber wenn ich an die Zukunft denke, dann habe ich Angst, dass das womöglich unser letztes gemeinsames Konzert gewesen ist. Und dass ich bald alles vergessen habe und unsere schöne Zeit miteinander dem Ende zugeht. Haben Sie eine Idee, wie aus der Strickjackennummer rauskommen? Meine Güte. Die Maus ist echt gerade so tapfer. Die hat halt ganz nebenbei fast all ihre Lieblingskuscheltiere gespendet für die Hilfsaktion. Was haben Sie gesagt? Ihr Mann hat sein Lieblingskuscheltier noch daheim? Ernsthaft? Das darf unsere Mann da nie zugeben. Obwohl es eigentlich ganz spannend war, wer von denen sein Lieblingsteddy noch bei sich hat, oder? Lily and the Kicks. Die Band war damals total angesagt, als der Mike und ich noch jung waren. Das ist mir jetzt wurscht. Ich biete jetzt 450. So, drei. Ah, nein! Das war's jetzt mit dem Konzert. Vielleicht schaffen Sie es ja, dass Sie das Leben jetzt bewusster wahrnehmen. Und dass Sie jeden Augenblick genießen. In vollen Zügen. Wo hast denn die her? Da wollte der Roland mit der Vroni hingehen, aber da muss er jetzt auf die Beerdigung. Ja, was machen wir jetzt? So wie es ausschaut, wird das nichts mit dem Konzert. Es gibt für dich überhaupt keinen Grund, dass du eifersüchtig bist. Ich meine, schließlich habe ich ja die Anna für dich verlassen. Bibi Schubert. Ist sie schwanger? Daheim ist daheim. Da komm ich her, da will ich wieder hin. Daheim ist daheim. Dort, wo ich jeden auf der Straße kenn. Da kannst du jeden Menschen fragen. Er wird dich anschauen und dir sagen. Daheim ist daheim. Spionierst du mir jetzt hinterher, oder wie? Schmarrn. Und warum tauchst du dann immer überall da auf, wo ich bin? Das ist ein Zufall. Ich muss hier jemanden abschleppen.
Ich habe für eine Freundin was gekauft. Aha. Ja, also dann. Schau her. Jetzt trinkst du erst mal einen Schluck. Das tut dir bestimmt gut. Oh. Mein Bitte, ich will dahin. So wie es die gerade zerlegt, brauchen wir morgen auf kein Konzert gehen. Ich darf aber jetzt nicht krank sein. Wenn wir schon mal Karten für Linie in die Kicks haben, dann gehen wir da auch hin. Also gut. Jetzt warten wir mal morgen ab und schauen mal, wie es da geht. Mhm. Ja, wenn es dann erst recht schlimmer wird, du wirst doch fit sein, wenn der Christian und deine Mutter übermorgen kommen. Jetzt hör auf. Dann hole ich mir jetzt irgendwelche Medikamente. Nein, du bleibst chilling, das höre ich sauber eh. Und ich mach dann nur Wärmflaschen. Also. Du wirst sehen, das ist genauso schnell wieder weg, wie es gekommen ist. Ja, es wird schon. Eigentlich glaubt es ja nicht an Monstergeschichten, aber jetzt schaudert es sie doch ein wenig. Aber Monster gibt es doch eigentlich gar nicht, oder? Naja. Und was ist mit dem Schmusemonster? Hör auf! Ja? Hab ich doch richtig gehört, dass du noch wach bist. Sag mal, mit was ich gerade fertig geworden bin. Wow, der ist ja schön. Brunner, das sind sie eine halbe Ewigkeit gesessen. Okay, das macht mir doch Spaß. Und ich hab der Emma eine Freude machen wollen. Danke, Uri. Schau mal, Mama. Hm? Voll schön. Den zieh ich morgen gleich an. Oma, wo steckst du? Ich kann den der Gaststuben brauchen. Was dann der, wenn's mir nicht gab? Frau Brunner, da waren wir alle aufgeschmissen. Ja, probieren gleich mal an. Oh. Was für Arbeit, Wahnsinn. Schau her. Da. Zack her. Wow, ist der schön, Maus. Der kratzt voll. Ja, aber der ist so schön, Emma. Mir egal, den zieh ich nicht mehr an. Ganz bei Kufen abgeschleppt oder warum hat das so lange dauert? Ich war noch ein bisschen unterwegs. Aha. Was ist mit dir? Ist nicht gut gelaufen. Dieser Salon, das war total der Hammer. Das. Nigelnagelneu, modern, durchgestylt. Aber das wird nichts. Ich hab mir so eine Mühe gegeben. Was war denn das Problem? Ach, die Chefin, mit der war ich 0,0 auf einer Wellenlänge. Was mache ich denn, wenn das jetzt immer so wäre?